Den meisten sind sie vermutlich schon am Straßenrand in und um Göppingen aufgefallen. Die Plakate des Deutschen Roten Kreuzes, auf denen Menschen mit Migrationshintergrund für die Organisation werben. Dahinter steckt ein Projekt, das beim DRK unter anderem von Silke Grupp und Sonja Stamos koordiniert wird. Das Rote Kreuz in Göppingen hat vom Integrationsministerium ein Projekt übertragen bekommen, interkulturelle Öffnung. Ziel ist es, hauptsächlich bei dem Projekt Menschen mit in Anführungszeichen Migrationshintergrund, also Leute, die eben ausländische Wurzeln haben, auch für die Arbeit des Roten Kreuzes zu begeistern. Die Personen auf den Plakaten sind allesamt ehrenamtliche DRK-Mitglieder aus dem Landkreis Göppingen. Sie kommen ursprünglich aus den unterschiedlichsten Ländern und werben jetzt vor allem für eine Infoveranstaltung in der kommenden Woche. Das wird eine ganz spannende Sache. Da stellt sich der Ortsverein Göppingen jetzt mal vor. Eben mit seinem Spektrum, das er hat, Bereitschaftsdienste, Blutspende und so weiter. Und anschließend machen die auch noch ein bisschen was Spannendes, also Action. Je nachdem, wie das Wetter ist, werden sie zeigen, wie man ein Zelt aufbaut. Jetzt nicht eins zum Campen, sondern um Verletzte zu versorgen. Dann kommen natürlich die Fahrzeuge raus, die der Ortsverein hat. Dann wird mit dem Spineboard geübt, ein bisschen gezeigt, was macht man Erste-Hilfe-mäßig und so weiter. Also das wird bestimmt für die Leute, die kommen, eine ganz spannende Sache. Los geht es am 12. November um 17 Uhr am DRK-Zentrum in Göppingen. Hier darf dann natürlich auch jeder ohne Migrationshintergrund vorbeikommen.